Heute fahren Sie einen Zug nach Worgel und damit herzlich willkommen hier in Kufstein. Ja, wir befinden uns auf der Strecke Brennerbahn bzw. Unterinntalbahn. Starten hier in Kufstein, überführen diesen Lokzug nach Worgel und ja, ihr seht es vielleicht schon, wir haben zwei neue Lokomotiven von RSSLO, besser gesagt die Lokomotiven der Baureihe E412. Und ja, äußerlich ist das Modell natürlich mal wieder top. Und es gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen hier oben diese, ja, Dachgatter. Stromabnehmer haben sie auch wirklich sehr, sehr schön nachgebaut. Und ja, würde ich mal sagen, steigen wir doch direkt mal ein. So, und so sieht es in der Lokomotive aus. Ja, hier drüben ganz klassisch der Leistungsregler. Daneben die Zugbremse, welche wir auch gleich mal lösen. So, dann haben wir hier oben die Lokbremse. Ebenfalls die Möglichkeiten zum Anziehen und zum Lösen. Hier unten drunter die PZB. Natürlich wie immer wachsam innen, frei in der Mitte und Befehl außen. Und hier unten haben wir die Federspeicherbremse. Einmal Federspeicherbremse anziehen und hier Federspeicherbremse lösen. Die anderen Schalter sind hier inaktiv. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, den Fahrtrichtungssender entweder nach vorne zu stellen, rückwärts oder Neutralstellung. Hier das ganz klassische Display für die Zugkraft. Daneben nochmal die Spannung, aktuell 15 kV, also 15.000 Volt. So, eine RH1144 rollt auch gerade auf dem Nebengleis ein. Besser gesagt im Doppelpack. Und ja, AFB hat die Lokomotive auch. Die können wir mit Shift A einschalten. Und mit diesem Hebel hier verstellen. Wir stellen sie jetzt mal auf 40. So, Horn haben wir natürlich auch. Also der Klang gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich auch mal sagen, machen wir uns daran loszufahren. Wir haben hier den Stromabnehmer, der ist schon oben. Der Hauptschalter ist eh schon eingeschaltet und hier 15 kV sind vorgewählt, so wie es sein muss. Und hier natürlich die 3 kV für das italienische Bahnstromsystem. Ja, noch einmal lösen. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, das Licht einzuschalten und ja, verschiedene andere Sachen, unter anderem den Scheibenwischer, ja, und, Kabinenlicht, können wir sogar mal anlassen, sieht gerade sehr gut aus und hier müsste dann das, genau, das Pultlicht sein und das Instrumentenlicht. So, AFB ist eingeschaltet, PZB schalten wir natürlich auch noch dazu, mit Steuerung Numpad Enter. Und mit Shift 7 können wir die verschiedenen PZB-Modi durchschalten. In dem Fall haben wir PZB-Modi 75, 60 und 95. Wir gehen mal in den 95er-Modus. Da wir einfach, wie gesagt, nur einen Lokmodus haben, also einen Lokzug, nicht Lokmodus. Und hier drüben natürlich noch den Sander. Und ja, dann machen wir uns mal auch auf Achse, würde ich mal meinen. Ja. Bahnhof Kufstein ist wohl bekannt. Und dann machen wir uns jetzt mal wirklich los. LZB hat die Lokomotive natürlich auch, SIFA ebenfalls und PZB, wie ihr hier gerade sehen könnt, auch. So, Ausfahrt mit 60. Ja, von der E412 wurden insgesamt 20 Lokomotiven gebaut. Alle davon stehen, soweit ich weiß, im Dienste der italienischen Staatsbahnen. Also Ausfahrt mit 60.
Hier nochmal unser Prachtstück von außen. Im Hintergrund natürlich die schöne Burg. Ist immer ein wunderschönes Bild hier auf der Strecke. Also entweder die Einfahrt oder die Ausfahrt aus Kufstein. Wir fahren jetzt übrigens in Richtung Brenner. Habe ich zu Beginn aber auch schon mal gesagt. Und ja, wir befinden uns jetzt hier in einem Streckenabschnitt, wo wir mit 110 km pro Stunde fahren dürfen. Und das nutzen wir natürlich auch gleich mal aus. Eine elektrische Bremse haben wir natürlich hier auch an Bord. Hier auch mal eine relativ ungewöhnliche Lichtkonstruktion oder beziehungsweise Führerraumbeleuchtungskonstruktion. Wir sind übrigens momentan hier im Führerraum 1 und in Italien haben wir die Möglichkeit mit 150 km pro Stunde zu fahren, in Deutschland mit 140 und in Österreich mit 120 bzw. 110 km/h, solange Doppeltraktion vorliegt. Das ist auch der Grund, wieso wir hier mit VMAX 110 fahren und nicht 120. Ja, die Lok selbst ist insgesamt 88 Tonnen schwer und hat natürlich wie alle Fahrzeuge in Österreich und Deutschland oder so ziemlich alle eine Spurweite von 1435 mm. Wir haben natürlich die Möglichkeit mit der Lokomotive schon aufgrund der Geschwindigkeiten in Deutschland, Österreich und Italien zu fahren. Nicht aufgrund der Geschwindigkeiten, aufgrund der Bahnstromsysteme. Und ja. So. Ein Personenzug im Gegengleis. Also wirklich schön, schön. So, 9 Kilometer liegen noch vor uns. Also ich finde es ja auch mal ganz interessant, hier die PZB-Leuchtmelder mit den Nummern 95, 75 und 60 zu haben. Im Normalfall haben wir ja 85, 70 und 55. Ich weiß jetzt gar nicht, was das mit den veränderten Zahlenwerten zu tun hat, aber ich denke mal, das hat damit zu tun, je nachdem wie viel Bremshundertstel unser Zug hat, dass er dann in unserem Fall hier in verschiedene oder in andere PZB-Modi eingestuft wird. Die Lokomotive selbst habe ich persönlich eigentlich nur einmal bisher gesehen und das war in der Zeit, als ich im Urlaub in Italien war. Aber ansonsten habe ich die Lok nirgendwo sehen können, auch nicht in Deutschland, obwohl sie dort auch gefahren ist. Und natürlich ist die Lok auch sehr, sehr beliebt auf der Brennerstrecke. Einfach aufgrund der Möglichkeit, in den verschiedenen Bahnstromsystemen zu fahren. Und eine relativ hohe Zugkraft hat sie ja scheinbar auch. Ja, von der Konstruktion sind sie relativ nah angelehnt an den Prototypen der AEG 12X, also dem Vorläufer der heutigen Trax-Lokomotiven. Äußerlich zwar nicht, aber von den innerlichen Systemen. So, Einfahrtssignal. Das müsste jetzt hier Innsbruck sein. Ne, Kirchbichl.
Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen ist auch hier wieder der Führerstand auf der linken Seite. Also im Gegensatz zu deutschen Fahrzeugen. So, halt erwarten. Und wieder Fahrt mit steigender Höchstgeschwindigkeit. Ja, vor uns scheinen doch einige Züge unterwegs zu sein. Auch wenn wir nur mit hier den 110 Kilometern pro Stunde ja eigentlich hinterher tuckeln. Ja, es könnte ein Güterzug sein, der vor uns ist. Unsere Geschwindigkeit auf 60 km pro Stunde reduzieren. Ja, das vorne scheinbar Halt erwarten. Oder Fahrt mit 40 erwarten. Könnte es auch sein. Aber ne, sieht mir nach Halt erwarten aus. Ja, genau, Halt erwarten. Ja, die Steuerung über die Tastatur gestaltet sich ähnlich wie bei sämtlichen anderen Lokomotiven von RSSLO. Ich bin mir aber auch sicher, dass es in naher Zukunft wieder die Möglichkeit geben wird, dann die VR-Tastenbelegung quasi zu installieren. Ich denke mal, da werden sich ja in naher Zukunft auch einige User wieder drum kümmern. Ja, die Lokomotive wurde von ABB Technomasio hergestellt, heute Bombardier Transportation Systems. Müsste sogar, glaube ich, auch außen an der Lokomotive dran stehen. Genau, ABB Technomasio. So, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ziel angekommen. Ja, die Lokomotive selbst ist natürlich für die FS im Einsatz, also die italienische Staatsbahn. Das müsste die Ferrovie dello Stato Italiano sein. Ja, genau, FS vorne dran. Hier nochmal das Logo der FS. Und ja, das war's dann auch schon. Wir fahren vor bis zum Halt zeigenden Signal. Und mal sehen, was wir dann noch so für Aufträge mit der 412 haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.